Hallo Freunde, wir wollen euch heute zeigen, wie man an einer Multicut-Pumpe, hier haben wir mal eine 35er oder auch die 25er ältere Sorte, das Schneidwerk tauscht. Wir werden jetzt sehen, dass es an diesem Modell, was wir hier vorbereitet haben, auch dringend nötig ist. Das Messer ist total rund genudelt und dafür sollte man natürlich jetzt hier mal vorsehen, dass wir jetzt hier was Neues einbauen. Man könnte jetzt auch ein bisschen was nachstellen. Der Schneidspalt ist hier jetzt in diesem Beispiel zusammengesucht in Ordnung. Trotzdem ist das Messer total abgeschliffen und muss erneuert werden. Wie man das löst, haben wir ja schon mehrfach auch in unseren Videos gezeigt. Aber hier nochmal, man braucht ein altes Stück Draht oder ein kleines Stück Holz. Bei diesen alten Messern ist es natürlich jetzt egal. Das heißt, wenn wir das Messer lösen und schmeißen das anschließend auf den Schrott, dann müssen wir jetzt natürlich nicht unbedingt darauf achten, dass wir die Schneide beschädigen. Aber wir haben jetzt hier mal nichts anderes. So, das heißt, wir stecken das hier rein, nehmen unseren 5er Imbusschlüssel und mit etwas Glück geht die Schraube auch einigermaßen leicht los. Natürlich könnte man jetzt eine normale Knarre auch nehmen. Wir machen das hier. Hier geht das. So, das heißt, wir lösen das Druckstück, nehmen das raus. Und in diesem Fall, wie das in der Kochshow so üblich ist, geht das natürlich alles schön leicht. Aber wir haben das Messer jetzt ein bisschen fest. Wir kriegen es nicht richtig von der Welle. Also brauchen wir ein etwas angeschliffenes Montiereisen. Gehen hier hinter den Hinterschnitt, sorgen dafür, dass sich das Messer nicht weiter drehen kann und hebeln es hier ab. Ja, das geht mal gut, mal weniger gut, aber auf jeden Fall geht's so. Wir wollen uns jetzt zeigen, wie wir das neue Schneidwerk montieren. Das heißt, wir nehmen das Messer runter. Hier sehen wir auch schon hier ganz derbe eingearbeitet hier durch Sandanteile und auch durch Fasern. Die Motorwelle ist noch in Ordnung. Wir nehmen auch natürlich die Schneidplatte raus, weil wenn wir ein Messer wechseln, wechseln wir natürlich auch die Schneidplatte. Genau wie beim Motorrad gehen wir ja auch nicht hin und machen nur das Antriebsritzel neu, sondern den ganzen Kettensatz. So, Schrauben raus. Auch hier wird es jetzt nicht ganz so einfach sein, die Schneidplatte rauszunehmen. Der übliche Trick ist hier mit dem Imbusschlüssel in diese Löcher reinzugehen und das so rauszuhebeln. Das geht mal mehr und mal weniger gut. Wenn das Ganze nicht funktionieren sollte, dann würde man die Pumpe hinstellen, diese Schrauben lösen, in den Kettenzug packen und von oben Kraft mit einem Plastikhammer draufgeben, um hier einen Spalt reinzukriegen, den wir dann wieder mit dem Monteureisen aufhebeln könnten, wenn wir wollten. So, jetzt haben wir es los. Hier sehen wir unsere Passscheiben. Laufrad ist noch in Ordnung. Wir wollen ja auch nur das Messer wechseln. So, das heißt, die alten Sachen schieben wir jetzt erstmal an die Seite. Die Schrauben machen wir natürlich auch neu. Und dafür sorgen wir auch natürlich, dass hier immer alles schön picobello sauber ist. Dann nehmen wir uns jetzt mal eine Messingbürste und sorgen dafür, dass auch der Sitz hier vernünftig gesäubert wird. Ja, dass hier keine rostigen Plocken mehr drauf sitzen und so weiter und so fort. Schauen uns mal die Passfeder von der Welle an, ob das noch in Ordnung ist. Und wenn man jetzt hergeht, dann geht man natürlich auch was Neues einbaut, gleich hier so ein bisschen Montagepaste drauf machen. Ich mache das normalerweise hier immer so mit dem Finger, kann man natürlich auch mit dem Pinsel machen. Wichtig ist, dass das hier dünn eingestrichen wird und dass dadurch eben keine Korrosion mehr so ohne weiteres passiert. Auch an der Motorwelle darf es ein bisschen was sein und dann kann man auch nach 2 Jahren noch das Messer wieder runternehmen. So, jetzt nehmen wir mal unsere Ersatzteile, neue Schneidrotor. So, da haben wir einmal den Rotor selber. Dann gibt es noch ein Tütchen mit einer neuen Passfeder, ein Druckstück, ein O-Ring und einer Schraube. So sieht das aus. Und die Schneidplatte. Die kommt auch einmal die Platte und ein Satz Schrauben. So sieht es aus. Mit der Schneidplatte fangen wir an. Die Außenmaße sind die gleichen geblieben. Das heißt, alle Pumpen, die mit diesem Schneidsystem ausgestattet sind, egal welche Größe, können auch mit dem neuen ausgestattet werden. Und ich sage jetzt mal hier, das ist ein kleiner Hint, das hier ist das Schneidwerk der Herzen. Das ist die Rückseite, so sieht es von vorne aus. Wir haben hier Schlitze, wird aber in anderen Produktvideos nochmal genau erklärt. Setzen das rein, die Halterung ist genau dasselbe. Das heißt, wir achten wieder darauf, dass hier diese Ohren hier da an der richtigen Stelle sind. Nehmen wir die Schrauben, jetzt ziehe ich meine Handschuhe doch mal aus, weil ich weiß nicht, wie es euch geht. Ist immer doch ein bisschen schwierig, kleine 6er Schrauben in der Art und Weise zu verwenden. Da ist auch immer schon so ein bisschen Schraubensicherungslack dran vorgesehen. Man also nicht extra was aufbringen, schon vorbereitet. Wir gehen jetzt auch davon aus, dass die Maße passen. Das heißt, die Passscheiben, die wir hier sehen, die müssen wir jetzt erstmal am Anfang nicht ändern. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass die Maße alle passen. Auch die Passfeder lassen wir drin, die ist hier nicht beschädigt. Müssen also nicht unbedingt eine neue einsetzen, aber könnte man natürlich dann machen. So,
Das reicht auch von der Kraft aus, mit so einem Kraftdreher hier zu arbeiten. Also eine M6 Edelstahlschraube muss man jetzt nicht mit 40 Newtonmeter anziehen, sondern nur mit 6 oder so. Das reicht allerdings, arbeitet ja nicht jeder mit einem Drehmomentschlüssel. So, Platte ist also drin. Jetzt haben wir hier unser Messer und dieses Messer sieht jetzt anders aus als früher. Ich zeige mal euch ein neues, altes Modell. Hier haben wir das mit der kleineren Loch drin, das ist von der 20 2M Plus. Und ihr seht, ihr habt da drei Schneiden. Das Ganze ist ein bisschen eckiger und kantiger, steht weiter vor. Und das Neue ist jetzt richtig schön geschmeidig. Ja? Die ganzen Vorzüge werden ja auch in anderen Videos nochmal genau erklärt. Hier innen drin ist jetzt ein Gewinde. Was das Gewinde zu suchen da hat an der Stelle, da kommen wir nachher nochmal drauf. Und das erkläre ich euch gleich. Wir haben jetzt hier dafür gesorgt, dass hier ein bisschen Montagepaste drauf ist. Also das Messer hier drauf. So. Ja. Und jetzt sieht das Druckstück, was wir hier in der Tüte haben, ein bisschen anders aus als früher. Auch hier das alte Druckstück rund. Ja. Das ist jetzt hier flach und dazu gehört ein O-Ring. Und der O-Ring ist dafür da, das Gewinde zu schützen hier, damit das nicht verdreckt und vergammelt. Das Druckstück kommt jetzt also hier drauf. Passt wieder, brauchen wir nicht, hatten wir schon gesagt. Die neue Schraube rein. Und natürlich auch hier wieder gegenhalten. Auch da braucht man jetzt etwas, was maximal 4 mm im Durchmesser hat. Und hier ein bisschen vorsichtig sein. Außen dann gegenhalten und dann festschrauben. Und wir sehen hier bei dieser Pumpe alles picobello. Ne? Wir können jetzt noch mal messen mit der Fühlerlehre. Hier 0,2 mm. Auch hier von der Rückseite reingehen. Passt nicht rein, schleift nicht, alles picobello. Jetzt sehen wir ja, dass dieses Messer hier schön geschmeidig und rund ist. Ja, also das heißt, wir haben ja vorhin erklärt, wie man das mit dem Montiereisen abmacht. Aber Leute, hier ist nichts mehr mit Montiereisen. Wir haben also hier keine Schräge mehr, die nennenswert ist. Hier hinterzukommen ist schwierig und man bricht auch leicht was ab. Wie kriegen wir das Ding nun wieder von der Motorwelle runter? Und das haben wir uns endlich mal mit einem Abzieher überlegt. Und den kann man im Zubehör bestellen. Dieser Abzieher sieht so aus. Wer sich mit Fahrradtechnik auskennt, der weiß Bescheid. Das ist ein Kurbelabzieher, so ähnlich. Nur das Gewinde ist leider nicht das gleiche. Und das Ganze sieht so aus. Das heißt, wir nehmen jetzt das Druckstück hier raus. Auch hier müssen wir natürlich wieder vorsichtig gegenhalten. Da, mit etwas Weichem. Nehmen die Schraube raus und das Druckstück. Und würden jetzt hier idealerweise vielleicht auch ein kleines bisschen Fett dran machen. Das kann ja nicht schaden. Dreht das hier rein. Und würde jetzt ganz einfach mit einem Imbusschlüssel die Schraube reindrehen. Geht hier natürlich von Hand, so. Und wir können jetzt ganz entspannt das Messer hier von der Welle nehmen. Zack, raus, fertig. Ja, so funktioniert das neue Schneidwerk in der Montage. Es passt, wie gesagt, an alle alten Pumpen. Man muss nicht zwingend eine neue Pumpe kaufen. Könnte natürlich trotzdem, wir haben nichts dagegen. Und ich glaube, wir haben hier mit diesem System was Ordentliches gebaut, was für die Zukunft in der Druckentwässerung ein wirklich gutes Produkt ist und dafür sorgt, dass Feuchttücher nicht mehr der Schrecken dieser Pumpen sind. Das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen, ihr habt alles mitgekriegt. Guckt euch nochmal unsere Videos an. Ciao.